Ah, das ist so schwierig. So. Mit den Springerstiefeln an die Wand. Noch einen Moment. Ach, komm schon. Okay. Das ist die Wand. Tja, das muss Moos Wand sein. Ich sehe nichts Besonderes, außer diesem Ja. Riss, den sie erwähnt hat. Der Riss auf Augenhöhe, als er noch kleiner war. Das heißt, wir müssen jetzt die richtige Stelle finden. Jetzt müssen wir eben diesen geheimen Gang finden. Und wir haben ja dabei. Die Fotos haben wir auch noch mit dabei. So, also irgendwas müsste ja Schau dir hier an. eigentlich hervorstechen. So, das sind die Messgeräte hier. Das ist auch noch die Wand hier. Wand, Wand, Wand. Sticht ja sonst auch nichts mehr hervor, ne? Und auf der Seite ist auch nichts. Luke, da kommen wir nicht weiter. Ja, das muss einfach irgendwo hier sein. Da links, das sieht irgendwie so aus. Ich probiere es hier nochmal. Ich teste es nochmal durch, aber hier sticht für mich auch nicht wirklich was hervor. Das sieht vielleicht auch noch irgendwie danach aus. Eieiei, in was für Rätsel geraten wir denn hier? Nö. Wo soll das sein? Okay, Leute, lasst mich nochmal überlegen. Wir haben ja auch noch diese Sie Codes, ist aber die brauchen wir versiegelt. ja später. Davon gehe ich mal aus. Das hier vielleicht. Kommt schon. Ich warte. Das ist es aber auch nicht. Klick. Tja. Ich glaube, da bin ich jetzt ein wenig überfragt. Das ist es nicht. Jetzt kann ich hier natürlich nach Belieben immer wieder. Tja, da werde ich mich im Problemfall nochmal erkundigen müssen.
Weil ich jetzt die anderen Sachen ja auch mehr oder minder noch gelöst habe. Aber bei so einer Kleinigkeit dann, nee, da kommen wir wieder raus. Das ist die Wand. Okay, wo kann das denn sein? Aha. Klick. Wir können hier klicken und einmal vielleicht hier unten. Also kicken in dem Sinne. So, das wäre nämlich hier. Also das sieht irgendwie danach aus. Aber, naja. Augenhöhe ist halt schlecht einzuschätzen. Ach Leute. Jetzt klicke ich hier schon überall ran. Das auch nicht. Da wäre noch irgendwas Kleines. Wand. Aber da hatte ich auch schon gekickt. Das hier. Das hier. Ich hoffe überhaupt, dass ich hier im richtigen Augenblick gegen die Wand trete. So. Nee, da hat er wieder die Luke. Tja, ich würde fast mal sagen, dass ich hier unterbreche. Und mich dann nochmal erkundige. Wie gesagt, auf Augenhöhe, ich, ja. Ist ja jetzt nur eine Kleinigkeit. Na gut, jetzt hatte ich zum richtigen. Na. Müsste ja eigentlich passen. Dass ich zumindest zum richtigen Zeitpunkt immer drauf trete, aber wahrscheinlich eben die falsche Stelle. Nee. Dann unterbreche ich nochmal kurz, bevor ich jetzt hier wieder 20 Minuten lang vergeblich versuche, die Stelle zu finden. Und melde mich dann gleich wieder. Okay, ich hoffe, ich habe mir das jetzt richtig eingeprägt. Wir versuchen es nochmal. Wand. Ich bin der Meinung, das müsste irgendwo hier sein. Ah. Okay, wir haben's. Das war die kleine Stelle da unten. Und das ist wohl der Geheimeingang. Schön sieht's hier aus. Ein paar Statuen. So, Codys Tisch. Den sehen wir uns mal näher an. Nicht einfach, keine Schubladen. Das ist ja schade. Möbel schleppen? Nein. Okay, Fenster. Die Aussicht genießen. Seht euch an, wie das Stadion brennt. Ach ja. Das wird ein Loch in die Pensionskasse reißen. Idyllisch. Ein brennendes Stadion. Achso, kann ich da irgendwie was angrabbeln? Dickes Glas. So. Bisschen dann dran treten. Macht man ja so, wenn man zu Besuch ist. Erstmal die Fenster angrabbeln und danach noch treten. Achso, Moment. So. Bikerkunst. Das ist Kunst. Eieiei. Komm nicht dran. Tja, schade. Sonst würde er es mitnehmen. Okay, MM. Kartenleser. Hier schiebt man die Karte rein. Das ist ja. Abgeschlossen. Faszinierend. So. Ich will nicht, dass der Alarm losgeht. Damit haben wir ja schon Erfahrung gemacht. So, hier vielleicht. Na, Hallöchen. Die Versammlung begonnen.
war nicht nur ein inspirierender Arbeitgeber, sondern auch ein großartiger Freund. Sein Verlust trifft uns alle schwer. Da bin ich sicher. Malcolm und ich sprachen oft über die Zukunft. Wir sprachen über den Tag, an dem Corley Motors jenseits seiner bescheidenen Anfänge den Schritt in ein neues Zeitalter der Fahrzeugtechnik machen würde. Und obwohl ihn sein tragischer Tod schneller von uns nahm, als irgendjemand erwarten konnte, Malcolm Corleys Traum bleibt lebendig. Und in seinem Gedenken werde ich diesen Traum weiterführen. Meine Damen und Herren, ich freue mich, Ihnen die Zukunft Corley Motors zu präsentieren. Den Corley Kleinbus. Ach ja, nicht der Kleinbus. Ach, Corley hatte recht. Allerdings hatte ich niemals davon geträumt, es würde tatsächlich zu Kleinbussen kommen. Hey, wer sind Sie? Wie lange bist du schon hier? Oh, Sicherheitsdienst! Hilfe! Sicherheitsdienst! Warum hast du so lange gebraucht? Er ist da, den Gang runter. Beweg dich! Und nun? Mavis sieht schon Gespenster. Okay, dann gehen wir nochmal hier lang. So, da kommen wir ja nicht durch. Abgeschlossen. Und hier ist wahrscheinlich wieder die Dame. Mann, dieser Ripburger kann schwafeln. Wie kommt Tonbandgerät. Der das nenne ich Multimedia. Ja. Ah! Hilfe! Sicherheitsdienst! Ich glaube, hier sollten wir nicht so viel Lärm machen. Es war derselbe Kerl, der Große. Aber dieses Mal fängst du ihn bitte, ja? So langsam wird das langweilig. Mhm. Gut. Dann nehmen wir mal die andere Tür. Ich wollte aber... Hallo? Ich will da lang. Verschlossen. Ja. Wir haben ja wieder Kaninchen dabei. Seht euch dieses Doppelkinn an. Was für ein steifes Hemd. Ah! Oh. Hilfe! Sicherheitsdienst! Ah. So, das überspringen wir mal. Können wir die irgendwie ablenken? Und was mache ich denn mit den Häschen hier? Nicht mit meinem... Wir haben die Bilder hier. So. Oh Mann, meine Füße bringen mich noch um. Wann hört das endlich auf? Ah! Ja. Schnell mal übersprungen. Ich habe die Kette. Diese Kette käme mit... Der ist für Schrauben. Wir haben hier irgendwelche Bilder. Die verdienen mehr Beachtung. Da oben... Verschlossen. Da kommen wir nicht durch. Wahrscheinlich auch nicht mit... Hohe Gewalt. Der ist für Schraubenmuttern. Ich heb mir die Kette für meine Freunde auf der Old Mine Road auf. Na, wenn du meinst. Dann habe ich aber auch keine Ahnung, warum er die überhaupt noch dabei hat. So. Collis Tisch. Ziemlich einfach, keine Schubladen. Da geht's wieder raus. Hier ist ansonsten aber auch nichts mehr. Also, außer ich übersehe es natürlich. Da kommen wir fürs Erste nicht durch. Bla bla bla. Wirklich, ich vermisse den alten Corley. Mavis. Ach, Moment, mir ist da gerade was aufgefallen. Was ist das hier? Bodensafe. Och nee. Der ist wohl abgeschlossen. Jetzt müssen wir die richtige Kombination finden. Okay, geht nur von 1 bis 9 glücklicherweise. So. 6 Stellen. Ja, dann müsste ich mir jetzt eigentlich nochmal den Code hier ansehen. Also die Codes hier hinten.
Na, hätte ich vielleicht gleich mal aufschreiben sollen. So. Zwar in die Richtung. Okay. So, da sind wir wieder. Achso, wenn ich mit dir rede. Einmal hier. Mit Zunge. Achso, ja. Ich werde sehen, was ich tun kann. Ja. Ja, ist gut. Okay, dann sehen wir nochmal hier rauf. Ja. Ja, es muss der hier vorne sein. 1, 5, 4, 4, 9, 2. 1, 5, 4, 4, 9, 2. 1, 5, 4, 4, 9, 2. Hm. 1, 5, 4, 4, 9, 2. Okay. 1, 5, 4, 4, 9, 2. 1, 5, 4, 4, 9, 2. 1, 5, 4, 4, 9, 2. Komm schon, Beeilung. Freundchen. Ich kann mir den Code nicht für immer merken. So. So. Los jetzt. So. 1, 5, 4, 4, 9, 2. Jawoll. Da ist eine Art Karte drin. Und dann nehmen wir die mal mit. Das ist Corleys Testament. Hm. Dann hier. Das ist offen. Ja, dann nimm's mit. Hat das schon. Achso, der hat schon mitgenommen. So. Ich hoffe, das ist Corleys Testament. Corley Motors. Auf Tonband? Ist das überhaupt richtig bindend? So. Corley Motors. Ist das irgendwie. Ah ja. Cool. Sehr cool. Gut, was machen wir denn jetzt hier? Verschlossen. Na schön, bleiben wir erstmal hier. Also ich habe jetzt zwei Hebel. Motorhebel. Okay, dazu sagt er nichts. Hebel und der hier? Lampenhebel. Okay. Motorhebel. Zeit zu wachsen. Nach unten. Achso. Was zur Hölle? Was zur Hölle ist eigentlich da oben los? Ich bin dabei. Der Motor ist ausgegangen, das ist alles. Nur eine Minute. Ja. Wo war ich stehen geblieben? Ich hasse dieses alte Zeug. Dagegen braucht mein Hüfthalter ja weniger Justierung. Wir probieren das nochmal. So, diesmal den hier. Und den hier. Lassen Sie mich das noch. Was Sie hier direkt vor sich sehen, ist meine Vision für Corley Motors. Oh, perfekt. Das war's wohl mit dem Film. Das ist eine Katastrophe. Was Sie nicht sagen. Wir haben hier einen größeren Maschinenausfall. Warum erzählen Sie nicht einen Witz oder sowas? Ich kenne keine Witze. Wissen Sie, das erinnert mich an eine amüsante Anekdote. Über ja. Also ich habe keine Ideen mehr. Aber ich habe eine Idee. So, jetzt können wir uns hier mal umsehen. Bildschirm. Ich kann von hier aus die ganze Firma sehen. Und da oben, da spricht er gerade. So, Bildschirm. Ich will nicht, dass der Alarm losgeht. Videokamera. Die ist auf die Leinwand fixiert. Okay. Leinwand.
Da kommen die Bilder für den Videoprojektor drauf. Mhm. Die ist auf die Leinwand fixiert. Ja, noch etwas altmodisch. Das nenne ich Multimedia. Aber immerhin Hoverfahrzeuge. Nein. So, was ist denn jetzt, wenn wir hier... Ja. Ach, das liegt automatisch hin. Ja, aggressiv trifft es. Hallo zusammen. Wenn Sie das hier hören, habe ich wohl schon den Löffel abgegeben. Naja, aber das Leben geht weiter und man muss Platz machen für neue Leute. Und genau darüber will ich hier sprechen. Ich habe für jemanden Platz gemacht, der meine Stelle bei Corlimotos einnehmen soll. Und es ist nicht dieser treulose Verbrecher Adrian Ripburger. Rip, Sie gehören nicht in den Vorstand meiner Firma, sondern ins Gefängnis. Ich habe mir von diesem Mann viel zu viel einreden lassen. Zum Beispiel meine Tochter zu verheimlichen. Er hatte Unrecht. Ich hatte Unrecht. Ich hätte zu ihr stehen müssen. Maureen, ich hoffe, dass du mir vergibst und Corlimotors übernimmst. Leite die Firma, wie du es für richtig hältst. In Ordnung, das reicht jetzt. Wie stellt man dieses verdammte Teil ab? Da wurde er wohl überführt. Ich bedauere, dass Sie dieses Band hören mussten. Mit einer von Malcolms letzten Therapiesitzungen. Zum Ende hin litt er immer stärker an Halluzinationen. Der wurde von schlimmen Wahnvorstellungen heimgesucht. Und hier ist eine davon. Meine Damen und Herren, ich bin Maureen Corley. Ich habe eine interessante Geschichte für Sie. Und wenn ich damit fertig bin, werden Sie sehen, wieso dieser Mann hier ins Gefängnis gehört. Hey, wo ist der Händel? Oh oh. Da läuft er. Dann mal hinterher. Hat er mir seine Kumpanen auf den Hals gehetzt? Jetzt bin ich mal gespannt. Das hat mich ein wenig... Hau ab, Ripburger. Wenn es an der Zeit ist, dich zu suchen, müssen wir nur der Schleimspur folgen. Natürlich. Dann mal los. Kindertagesstätten ein. Sonst noch Fragen? Oh, wenn man vom Teufel spricht. Komm hier rüber, Ben. Ist das nicht toll, Ben? Endlich stehen wir da, wo wir die ganze Zeit schon hin sollten. Sehr schön. So, wir besorgen uns jetzt ein Bike und danach holen wir meine Gang aus dem Gefängnis. Und dann sollten wir klären, warum meine Gang nicht aufgetaucht ist, um uns zu helfen. Und dann kaufst du dir ein paar Büroklammern. Erinnere mich nicht daran. Beschwer dich nicht. Du wirst steinreich sein. Und wenn ich das bin, werde ich mich zurückziehen und ein wenig Ruhe und Frieden genießen. Oh je. Yeah. Ich wollte schon sagen, dass ich nicht glaube, dass das ganz geglückt ist. Eieiei, und nun? Kriegst du das verdammte Ding nicht schneller? Ein umfunktioniertes Flugzeug. Wer hat schon mal sowas gesehen? So eine Verfolgungsjagd. Okay, mein Bike. Also es ist so zu sehen. Eieiei. So, sollte man versuchen, hier lang zu kommen. Ohne abgeschossen zu werden. Okay. Da drüben ist nichts zum Festhalten. Ich habe ja noch meine Gegenstände hier. Ah ja, okay. Ventilator. Der Ventilator ist wie ein großer Fleischwolf. Da sollten wir wohl nicht rein. So, wir haben hier noch eine Kette.
Ich heb mir die Kette für meine Frau. Verdammt, Gott. Okay. Naja, die Hasen. Oh. Das war ich, okay. Und ich nehme an, das hat jetzt überhaupt nichts gebracht. Das war schön, dass wir die jetzt hier gerade verbraten konnten. Weil wir die ja noch mitnehmen konnten, aber... Interessant. Noch die Kette hier. Der will ja hier aber auch nichts anfangen. Der ist für Schrauben, Mutter. Nee. Ich will mir das hier nochmal ansehen. Oh je. Yeah. Da waren wir wohl zu langsam. Ja, waren wir wirklich? Lass mich nochmal versuchen. Ein Glück. Achso, kann ich das? Ja. Okay. Kurz mal übersprungen. Der schießt hier auf mich. So, Benzinleitung. Ich schätze, das ist meine einzige Hoffnung. Okay, wir müssen irgendwie an die Benzinleitung kommen. Ich komme nicht dran. Und ich habe die Hasen auch nicht mehr. Ich heb mir die Kette für meine Freund. So. Ich komme nicht dran. Ich mach nochmal das hier. Ja, der klettert da herum. So, einmal öffnen. Ventilator. Sieht mein Mund nicht dran. Ja, Zungenkuss mit dem Ventilator ist generell eine schlechte Idee. Ich glaube nicht. Nee, das wird auch nichts. Nein. Die Kette will er da ja auch nicht reinwerfen. Ja, die Kette, die... So... Nee, das ist das Bike. Ich komme nicht ran. Da kommt er nicht ran. So... Und da oben kann er ja auch nicht irgendwie ranklettern. Ach, da... Können wir da rein? Ich kann nicht. Nee, das ist da nur das Bike. Wie ein großer Fleischwolf. Der Ventilator ist wie ein großer Fleischwolf. Deswegen will ich das hier auch blockieren. Nee, ich bin zu langsam. Ups, nochmal. Okay, zum Glück können wir hier direkt hinspringen. Das wäre ansonsten sehr nervig. Der ist für Schrauben, Alter. Deswegen will ich ihn hier öffnen. Oder können wir den hier... Ach, geht auch so. Okay. So, Klappe. Ah! Klappe. Na. Ich würde den hier gerne bei der Klappe einsetzen. Der ist für Schrauben, Mutter. Wir können ihm damit die Sicht blockieren. Aber was mache ich denn da darauf hin? Ach, ich kann dann vielleicht vorbeiklettern. Nee, da bin ich nicht schnell genug. Oder ich greife nach seinem Stock. So, das probieren wir nochmal. Bin wahrscheinlich wieder zu langsam. Rips Stock. Ja, greifen. Mein Stock. Jawohl. Stock, wenn ich erstmal mit dir fertig bin, Rip Burger. Ja, der Stock ist dein letztes Problem. Jawohl. Cool. Sehr schön. Okay. Jetzt die Benzinleitung. So, einmal hier ran. Komm schon. Bewegt sich nicht. Bewegt sich nicht. Wir haben jetzt nur noch diese Kette. Den hier. Ich heb mir die Kette für meine Freunde auf der Old Mine Road auf. Okay, Rip Burger ist hier. Es ist besser, wenn er nicht weiß, dass ich hier bin. Ja, da hast du wohl recht. So, was ist das hier? Das ist auch die Benzinleitung. Kann ich da mal dagegen treten? Nein. Nein. Das geht auch nicht.
Hier drüben müssen wir noch irgendwas finden können, bestimmt. So, hier nochmal nach oben. Benzinleitung. Ich probiere es nochmal. Bewegt sich nicht. Vielleicht die auf der rechten Seite? Ja. Nochmal. Und das war's mit der Leitung hier. Sich von hinten an mich ran.